Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin Tipps und Trends. In der nächsten Viertelstunde haben wir wieder viele interessante Empfehlungen für Sie. Gehen Sie eigentlich auch gern mal mit Stil essen und trinken? Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Lokal zu finden, das genau diese Mischung bietet. Das Musics im Kempner Big Box Hotel ist ein solches Lokal. Und das Beste ist, echte Experten helfen Ihnen auf Wunsch, genau das passende Getränk zu jeder Mahlzeit zu finden. Ein entspannter Abend im Musics im Big Box Hotel in Kempten. Und der startet für viele Gäste erstmal an der Bar. Hier bekommt jeder genau den Drink serviert, der zum späteren Essen passt. Gut 80 Cocktails stehen insgesamt auf der Karte. Unzählige weitere können auf Wunsch von den erfahrenen Barkeepern gemixt werden. Also für die Gäste ist es heute, die zum Essen kommen, die können gerne bei uns in der Bar Platz nehmen. Wir machen da verschiedene Aperitif-Cocktails. Meistens ein bisschen bitter, viel Alkohol. Der Hintergrund reinigt den Mund, öffnet die Geschmacksknospen und dadurch kann man sein Essen besser genießen. Und genau dieses Essen wird von Matthias Meyer und seinem Team zubereitet. Vor allem internationale Küche steht auf dem Programm, allerdings meist mit einem Allgäuer Einschlag. Bei einem Thema macht der Küchenchef keine Kompromisse, bei der Qualität. Wenn der Fisch, das Fleisch, wenn es Gemüse oder aus Obst, wenn da das Grundprodukt die richtige Qualität hat, das ist Grundvoraussetzung für ein gutes Produkt. In der heutigen Zeit, wo ein Mensch sehr, sehr sensibel auf Lebensmittel reagiert, muss man wirklich wissen, wo das Zeug herkommt und da wirklich nicht am falschen Ort sparen. Die Kombination aus Stil, Qualität und erstklassigem Service ist es, die das Musics so erfolgreich macht und dafür sorgt, dass viele der Gäste immer wieder gern vorbeischauen. New York, Paris, London – das sind mit die drei wichtigsten Städte, wenn es um Mode geht. Dort zeigen die Models zuerst die neuesten Trends. Doch sobald die Designerkleidung ausgeliefert wird, finden modebewusste Frauen die Outfits bei Seefelder Mode in der Salzstraße in Kempten. Mädels, aufgepasst! Seefelder Mode gehört zu den renommiertesten Modehäusern Deutschlands. 1975 gegründet ist es heute eine Institution und weit über die Grenzen Kemptens hinaus bekannt. Jede Saison aufs Neue findet ihr bei Seefelder Mode eine handverlesene Auswahl der schönsten Styles. Aus den Kollektionen junger Designer-Labels und namhafter internationaler Top-Marken. So verpasst ihr keinen Trend, ob elegant, urban oder lässig. Berühmt sind auch die Events von Seefelder Mode in Kempten. Genauso wie die Outfits sind auch sie jedes Mal anders und immer außergewöhnlich. Brigitte Seefelder ist immer auf der Suche nach dem Besonderen und voller Leidenschaft für angesagte Styles. Bei der Modenschau zeigen die Models die Riesenauswahl an Womenswear, angesagten Accessoires, Schuhen und Taschen. Seefelder Mode, eine der beliebtesten Shoppingadressen im Allgäu. Seefelder Mode, what else? Für viele Partygänger gibt es am Wochenende im Allgäu nur ein Ziel: der Club Mia in Kempten, gleich gegenüber des Forums. Ein Kollege hat sich dort mal umgeschaut und versucht, das Geheimnis des Erfolgs zu ergründen. Von normal bis komplett durchgeknallt, partywütige Monster bis komplett Leute, die einfach nur Familie hier suchen, die ein familiäres Umfeld haben wollen, einfach nur Spaß beim Feiern, also ist echt alles dabei. Es ist einfach eine entspannte Atmosphäre, es ist sehr familiär, wenn man mal drin ist, dann ist man einfach mit drin, gerade so. Man kommt rein und kennt die Leute und das ist einfach so ein Familienclub, würde ich sagen.
meisten Gäste werden hier namentlich begrüßt, werden gekannt, die Gesichter werden erkannt. Das macht halt mehr nicht nur ein Club, sondern irgendwie ein zweites Wohnzimmer, wo man einfach feiern kann. We love Mia! We love Mia! Der große Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat einmal gesagt, der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode. Mit anderen Worten, alles ist irgendwie Mode. Doch wer gern die neuesten italienischen Trends trägt, der ist bei Blickfang in Sonthofen genau richtig. Seit dem Frühjahr ist die Sonthofener Innenstadt um ein ganz besonderes Modegeschäft reicher. Blickfang Mode bietet alles für die Frau. Karin und Kathi sind Kundinnen der ersten Stunde. Sie mögen den kleinen sympathischen Laden in den Räumen einer ehemaligen Glaserei. Was sie noch viel mehr schätzen, ist natürlich die große Auswahl. Hier können sie in aller Ruhe die Kleidung überwiegend italienischer Hersteller begutachten. Manuela Wiedemann ist eine der beiden Geschäftsführerinnen. Sie will ihren Kunden nicht irgendein Kleidungsstück verkaufen. Persönliche und vor allem typgerechte Beratung schreibt sie ganz groß. Bei Blickfang Mode findet garantiert jeder, oder besser gesagt jede, ihr passendes und vor allem persönliches Kleidungsstück. Wer sich hier einkleidet, der kann sich sicher sein, dass er so schnell niemanden trifft, der das Gleiche trägt. Silvia Meyer ist die andere Geschäftsführerin. Die Kundenberatung ist für sie nicht Beruf, sondern Berufung. Mit viel Leidenschaft und ganz viel Spaß geht sie auf die Wünsche von Kathi ein. Sie sucht eine neue Jacke. Diese könnte ihr gefallen. Bei der Anprobe bestätigt sich der Verdacht und Silvia hat schon die passende Handtasche parat. Und wieder einmal verlassen die beiden Freundinnen glücklich ihren Lieblingsladen. Der Niedersonthofener See ist ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu. Urlauber und Einheimische verbringen gern ihre freie Zeit am Seeufer oder mit einer Wanderung rund um den See. Ja, und bei so viel frischer Luft bekommt man schnell auch mal Hunger. Eines der ältesten Gasthäuser in dieser Ecke ist das Gasthaus zur Krone in Niedersonthofen. Das Gasthaus zur Krone in Niedersonthofen steht wie kein anderes für Gemütlichkeit und Tradition im Allgäu. In den Kirchenbüchern wurde es das erste Mal um 1864 erwähnt. Seitdem ist es sehr beliebt bei Einheimischen wie auch bei Ausflüglern. Regelmäßig spielen die Männer und Frauen bei einem Weißbier hier am Stammtisch Schafkopf. Doch nicht nur Karteln können die Gäste bei Sabine in der Krone. Wir haben zwei Kegelbahnen, wo für Freizeitkegler. Wir haben einen großen Saal, wo man zwischen 60 und 250 Personen beherbergen können, zu Festen, Familienfeiern, Hochzeiten. Wir haben sechs Zimmer, Doppelzimmer, nostalgische Dusche und WC auf Etage. Wer es mag, ist gut. Ich freue mich, wenn sie belegt sind. Und wir bemühen uns gerade, das Bettenhaus barrierefrei zu errichten, damit wir dann auch mehr Gäste in unserem Haus aufnehmen können. Gäste wie Einheimische schätzen die gutbürgerliche Küche in der Krone. Gerade kocht Küchenchef Michael seine Spezialität, das normannische Schweinefilet. Äpfel und hausgemachte Kräuterbutter sorgen dabei für den besonderen Geschmack der Soße. Doch in der Küche bereitet der Koch auch vegetarische und sogar vegane Gerichte zu. Besonders beliebt bei den Gästen ist aber die Ente mit Klößen und Blaukraut. Heute wie früher steht das Gasthaus zur Krone für gute Qualität zu bürgerlichen Preisen. Mal wieder etwas für Fitness und Wohlbefinden tun. Das können Sie im Fitness- und Sportstudio Vitalis in Marktoberdorf, in dem sich Jung und Alt gleichermaßen wohlfühlen. Ob Kurse, Geräte oder Sauna, hier findet man das Richtige für sich. Angefangen habe ich 1984 in einem kleinen Studio hier in Marktoberdorf und bin dann im September 1990 hier in dieses neue Gebäude gezogen. Angebot hat sich in dieser Zeit etwas verändert, natürlich von einem reinen Fitnessstudio in ein komplexes Fitnessstudio mit Squash, mit Sauna, mit Massagepraxis. Und hier in diesem Stockwerk der Kraftraum, im unteren Stockwerk die Kursräume für alle Kurse, die so denkbar sind, Spinning, Pilates, Bodyworkout. Geeignet ist es eigentlich für alle, wobei unsere Altersstruktur eher im
ja, älteren, sage ich mal, Semester liegt, so ab 40, 45 Jahren Durchschnittsalter. Wir haben natürlich auch junge Sportler hier. Die Konstellation aus Alt und Jung finde ich ganz hervorragend. Gesundheitliche Kurse bieten waren Wirbelsäulengymnastik, Wirbelsäulentraining und dann die Klassiker wie Bauchbeinpump, Bodyworkout, Pilates. Und für unsere Kleinsten, für unsere Kinder, mache ich noch eine kleine Kinder-Karate-Gruppe. Karate ist ein Sport, den ich seit ungefähr 40 Jahren betreibe. Die Sauna darf man nicht vergessen, wird sehr gut in Anspruch genommen. Am Abend natürlich für alle offen, auch nicht Fitnesskunden können bei uns zur Sauna kommen. Die Physiotherapie wird im Allgemeinen als das Wiederherstellen der natürlichen Funktionen des Körpers definiert. Doch Physiotherapie ist nicht gleich Physiotherapie. Es gibt etliche verschiedene Ansätze. Von der punktgenauen Behandlung bis hin zu Therapieansätzen, die den Körper als Ganzes verstehen. Viele verschiedene Therapien und auch Entspannungsangebote bietet Ihnen Physio Plus in Wiggensbach. Sehr viele Patienten der Physio Plus Praxis in Wiggensbach schätzen die kostenlosen Parkplätze direkt vor der Tür. Barrierefrei ist auch der Eingang sowie die ganze Praxis gestaltet. Physio Plus bietet etliche verschiedene Therapieansätze. Eine davon ist die manuelle Therapie nach Maitland. Doris Müller hat dafür extra eine Fortbildung gemacht. Zuerst erstellt sie einen Befund, dann beginnt sie mit leichten Bewegungen die Therapie. Neben der Therapie an verschiedenen Geräten gehört die Lymphdrainage zum täglichen Geschäft des Teams. Die vier Physiotherapeutinnen haben schon viele Patienten erfolgreich behandelt. Kein Wunder, denn jede hat ihr Spezialgebiet und teilweise üben sie schon über 20 Jahre ihren Beruf aus. Die Physiotherapie läuft unter dem Namen Physio Plus, das Wellnessangebot unter Auszeit Plus. In der Auszeit, da geht es rein drum um Entspannung, um Wellness, bei einer Massage sich verwöhnen lassen oder eben aktiv werden bei irgendeinem Kurs, entweder Mummifit oder Bodyfit oder Pilates oder Aquafit, was dann im Kapellengarten ist. Eine ganze Liste von verschiedenen Massagen bietet Auszeit Plus den Kunden an. Mit einem speziellen Aromaöl wird die Kundin in der nächsten Stunde verwöhnt, aber auch hawaiianische Lomi Lomi Nui oder die After-Work-Massagen sind sehr beliebt. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Entspannung pur. Ja, und damit wünsche ich Ihnen wieder eine entspannte Woche. Machen Sie es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Tipps und Trends.